皆さん、こんにちは。レイナです。今日は両親と一緒にクイズをしたいと思います。何のクイズかというと、日本人、韓国人、中国人を見分けられるかどうかをチェックしてみたいと思います。以前にタカが私に向けてこのクイズをやったことがあって、とても面白かったです。その動画はまだ見てない人はぜひ見てみてください。今日はタカが同じようなクイズを用意して、それを3人でちょっとやりたいと思います。まあ私の方はまだちょっと自信があるから、とりあえず私の両親にいろいろ聞いてみたいと思います。やりましょう。Und die Idee ist, auf dem Bildschirm seht ihr immer eine japanische Person, eine koreanische Person und eine chinesische Person. Und zwar nach unterschiedlichen Kategorien. Also nach Make-up oder Frisur oder Klamotten etc. Und ihr sollt dann nicht nur raten, wer wer ist, sondern auch natürlich dann sagen, warum ihr das glaubt. Okay, seid ihr bereit? Ja. Gut, die erste Kategorie ist traditionelle Kleidung. Oh, okay. Wisst ihr, wie die traditionelle Kleidung der Asiaten ist. Wer ist wer? Also, das ist japanisch. Ich sag japanisch, genau. Du musst immer die Zahl dazu sagen. Eins ist japanisch. Ich hätte gesagt, drei ist chinesisch. Und dann bleibt nur noch zwei übrig. Koreanisch. Nein, das ist koreanisch, drei. So. Und zwei ist chinesisch. Und wer möchte jetzt sagen, warum er das so glaubt oder nicht? Ich glaube, das ist ein Kimono bei 1. Ja, genau. Da kann ich schon mal zustimmen. Ja. Sehr gut, dass ihr das so weit verstanden habt. Und ich meine, ich habe koreanisch 3 so mal so ein Bild gesehen. Und das ist chinesisch, das hat man auch schon mal das, in Filmen oder so gesehen, dass sie dieses hier so mit dem... Kommt mir zu schick vor für Chinesen. Oh, bist du gemein. Ja. Also die Mama hat recht. Das hier ist Nummer 1 ist die Japanerin im Kimono. Ja. Nummer 2 die Dame mit diesem, genau wie du gesagt hast, mit dem Kragen und dieser Knöpfreihe und sowas. Das ist chinesische traditionelle Kleidung. Ja. Und das koreanische ist immer diese weiten Röcke. Genau. Also auch wenn ihr irgendwie so Propaganda von Nordkorea anschaut. Genau, die haben auch solche Sachen an. Genau. Auch in Südkorea, wenn da irgendwelche bestimmten Feste oder sowas sind, dann haben die, oder für die Hochzeiten, die Koreanerinnen, die haben solche mit diesen weiten Röcken an, die Kleidung. Genau. Okay. Das wusste ich schon. Punkt für die Mama, kein Punkt für den Papa. Dann die nächste Kategorie, Girl Groups. Das ist schwer. Sowohl in Japan, Korea als auch China gibt es so Girl Groups, die danach ausgesucht werden, mehr wie gut sie aussehen und tanzen können und weniger wie gut sie singen können. Ah, okay. Aber ja, das gab es in Deutschland auch. Genau. So. Und man kann es eigentlich immer relativ gut erkennen, wenn man halt weiß, wie so die unterschiedlichen Charakterzüge von den Ländern sind. Ja, also das ist gesagt, für mich, 3 ist japanisch. Ich habe gesagt, 2 ist japanisch. Schon scheiden sich die Geister. Naja, das ist sehr progressiv, sag ich mal. Das ist koreanisch. Und, also 3 ist koreanisch und 1 ist chinesisch. Warum? Also progressiv hast du jetzt hier gesagt. Ja. Gut, warum glaubst du, dass Nummer 2 japanisch ist? Die sind wir niedlich. Die sind wir zu niedlich, zu grinsemäßig. Okay. Ja, das mögen Japaner eigentlich schon, das stimmt. Ja. Und die kommen wir so zu adrett vor, sag ich mal. Die Nummer 1 Ladies. Ja. Mhm. Willst du dich dem anschließen oder hast du eine andere Meinung? Ja, also... Das stimmt, das könnte auch koreanisch sein. Und das könnte japanisch sein. Nein, jetzt nicht. Und das ist chinesisch. Was sagst du, Lena? Ich weiß es. Ach, du weißt es. Wobei, also ich weiß es, ich kenne diese ganzen Gruppen hier auch nicht. Aber ich weiß, wonach ich Ausschau halten muss. Mhm. Also Nummer 2 sind die Japanerinnen, das sind die Süßen mit den, keine Ahnung, Röckchen, Quirlig und keine Ahnung. Und Nummer 3, das sind die Koreanerinnen. Weil die sind halt meistens mega sexy. Und die Chinesinnen sind halt nicht so sexy. Genau. Das ist so ein bisschen zurückhaltender. Ja, das sieht man. Und deswegen ist Nummer 1 okay. Ein Punkt für mich, China, kein Punkt Nummer 2 Japan. Die Mama. Genau, also 1-1. Okay, ich passe das nächste Mal besser auf.
Nächste Kategorie, das gleiche nur mit Männern. Oh, also yeah. Boyband-mäßig. Ah, okay. Also das würde ich koreanisch sein, Nummer 3, weil so bunt. Aha, okay. 2 japanisch. Aha. Bleibt nur noch chinesisch das hier? Ja, und 1 chinesisch. Aber ich sag 1 ist japanisch, 2 chinesisch, 3 koreanisch. Okay. Und was sagst du? Also ich weiß, welche Gruppe die japanische ist, weil ich die kenne. Ah, und das heißt, die kann ich schon mal ausschließen. Das Problem mit den anderen beiden ist so, dass ich das nicht so wirklich weiß. Allerdings würde ich sagen, so von den Frisuren her, würde ich sagen, Nummer 1 ist Korea. Und Nummer 2, keine Ahnung, die schauen so fake aus. Ja. Würde ich sagen, Nummer 2 ist China und Nummer 3 ist Japan. Okay. Aber schauen wir mal, wer recht hat. Ja, ich hatte recht. Nummer 1 ist Korea, Nummer 2 sind die Chinesen und Nummer 3 sind die Japaner. Ah, aber das hatte ich richtig. Du hattest Unrecht, du hast gesagt, das sind Koreaner. Genau. Ach, stimmt. Habe ich auch gesagt. Stimmt, andersrum. Ja, genau. Stimmt. Ja, genau. So aber bei den Chinesen sagen wir richtig. Genau. Ich habe gesagt, das sind die Japaner. Und ach, Mutter. Japaner? Ganz falsch. Also einen halben Punkt für mich. Nee, wir machen keine halben Punkte. Girl Fashion. Okay, also schaut euch auf die Klamotten und überlegt, was davon japanisch, koreanisch oder chinesisch sein könnte. Nummer 2 ist koreanisch. 1 ist japanisch. Du musst schon immer begründen, warum du das glaubst. Ja, weil es ein bisschen salopper ist als Nummer 3. Nummer 3 sieht so brav aus. Okay. Und das sieht sexy aus. Echt schwierig. Also gerade bei Girls Fashion, das ist... nicht so das, worauf du so achtest. Das ist schwer, aber da würde ich fast mit der Mama übereinstimmen. Bei der Nummer 3? Nummer 3. Das ist? Ist chinesisch. Ja. Weil es einfach sehr, sehr brav, sehr... unaufdringlich sozusagen wirkt. Mhm. Und bei denen ist es echt schwer zu sagen, ist das eine koreanisch oder das andere oder japanisch. Ich sage, das ist japanisch und das ist koreanisch. Also Nummer 1 ist koreanisch, Nummer 2 ist japanisch. Also ich tue mich gerade ein bisschen schwer. Ich weiß, Nummer 1 ist japanisch. Das liegt daran, dass die Japanerinnen, die haben lange Röcke an mit Sneaker und sehr so gerade und Lederjacke. Und das ist der japanische Style. Mhm. So war ich richtig. Ja, genau. Das ist recht. Mhm. Und bei Nummer 2 und Nummer 3 weiß ich es auch nicht so genau, weil Koreanerinnen doch auch viel so casual mit Sneaker und einfach so sportliche Klamotten anhaben, könnte Nummer 3 koreanisch sein. Mhm. Aber andererseits meine ich auch, dass die halt oft sehr sexy angezogen sind und deswegen könnte Nummer 2 auch koreanisch sein. Ja. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal Nummer 1 japanisch, Nummer 2 chinesisch und Nummer 3 koreanisch. Ah, da bin ich ja gespannt. Ich hatte Unrecht. Wer ist was? Nummer 1 japanisch, Nummer 2 koreanisch und dann Nummer 3 chinesisch. Yes! Ich hab Mama gewonnen. Hat gewonnen. Man Fashion. Vielleicht hat der Papa da ja mehr Glück. Ui. Das ist schwer. ja. Das Nummer 1 ist koreanisch. Mhm. Nummer 2 ist japanisch. Und Nummer 3 ist chinesisch. Mhm. Ich sag Nummer 1 ist japanisch. Der hat irgendwas, also diese Jacke mit den breiten Schultern und gerader Schnitt und die weite Hose, sag ich, das erinnert mich irgendwie an einen Samurai. Okay, ja, warum nicht? Und daher sage ich, das ist japanisch, das ist koreanisch und das ist chinesisch. Und sag, 1 ist chinesisch. Ach nee. Weil ich ja vorhin gesagt habe, die sportlichen, das sind die Koreaner, auch da hatte ich vorhin Unrecht, aber keine Ahnung, Nummer 2 ist vielleicht koreanisch. Und Nummer 3 könnte japanisch sein. Oh, da bin ich jetzt gespannt. Ja, ja. Ich hatte recht! Echt? Yay! Das ist chinesisch, Nummer 1 chinesisch, Nummer 2 koreanisch, Nummer 3 japanisch. Ah, okay.
Kriegst du Unrecht mit deiner Samurai-Vermutung. Ja. Mhm. Aber irgendwie fand ich, das hat Sinn gemacht, was du gesagt hast auch. Mhm. Und das war so hipper-stylisch, dass ich dachte, das ist halt koreanisch. Ja, gell? Also ich hätte auch nicht gesagt, und ich hätte jetzt so wirklich vermutet, dass Japaner sich eher so anziehen. Ja, der Tucker würde sich auch so anziehen. Ja. Also mit Skinny Jeans und so das habe ich weiten Jacke. Ja. Das stimmt. Und so ausgeflippt, glaube ich, ziehen sich Japaner nicht an. Nee, das stimmt. Nächste Kategorie, Make-up. Ah. Super, da kenne ich mich total gut aus. Japanisch, 2 ist Koreanisch, 3 ist Chinesisch. Du bist sicher? Ich vertausche die 2. Ja, genau. 1 ist Koreanisch, 2 ist Japanisch und 3 ist Chinesisch. Okay. Bin ich sicher. Also die Koreanerinnen, die schauen so aus. Mit so ganz viel, so die Augen gemake-upt und so Lippen, die man küssen kann und auch so mit den Fingernägeln und sowas. Also das ist so der koreanische Style. Mhm. Da sind die Japaner zwar irgendwie natürlicher, aber trotzdem nicht so wie die Chinesinnen. Also ich finde auch bei den chinesischen Make-up, da hast du halt wirklich quasi nur so schwarz und dann rote Lippen. Irgendwie ist das so das Image von den Chinesinnen. Und mich hat das hier auch gestört, was sie anhat. Das sieht so ein bisschen brav aus. So traditionell. Das stimmt. Genau, und die Ohrringe, alles so ein bisschen brav. Mhm, genau. Ja, konservativ. Konservativ. Der Papa kriegt einen Punkt. Mit Mädels kenne ich mich halt auch. Das nächste, Frisuren. Und ich finde, das ist ultra subjektiv. Da habe ich das letzte Mal, wo der Tucker das zusammengestellt hat, auch keine Ahnung gehabt. Ach. Nur damit ihr vorbereitet seid. Okay. Also, da würde ich jetzt glatt mal sagen, Nummer 2 ist Japanisch. Mhm. Erinnert mich irgendwie stark an Geisha. Ja, so ein bisschen, ja. Nummer 1 ist Chinesisch, Nummer 3 ist Koreanisch. Also ich finde ja Nummer 1 und Nummer 3 ist die gleiche Frisur. Ja, eben. Aber liegt das nur so an mir? So ein bisschen wellig, schulterlanges Haar mit so ein bisschen Pony. Ja, aber was ist was? Das könnte ich jetzt wirklich nicht sagen. Also ich würde sagen, Nummer 2 ist Koreanisch, Nummer 3 ist Chinesisch und Nummer 1 ist Japanisch. Okay, und ich nehme die andere Option. Ich sage, Nummer 1 ist Japanisch, Nummer 2 ist Chinesisch und Nummer 3 ist Koreanisch. Ich habe aber auch keine Ahnung. 1 ist Japanisch, Nummer 2 ist Chinesisch und Nummer 3 ist Koreanisch. Ich hatte recht! Sehr schön. Ich habe aber auch nur geraten bei den zwei Außen. Ich war schon der Meinung, dass die Frisur in der Mitte irgendwie so traditionell chinesisch in so Schwertkampffilmen, dass die Ladies da solche Frisuren haben. Und was ist es jetzt? Chinesisch. Aber die anderen zwei, das ist die gleiche Frisur. Ja. Lieber Taka, das ist die gleiche Frisur. Ja. Herren-Hairstyles ist für mich einfacher als Damen-Hairstyles. Koreanisch. Warum? Weil es komisch aussieht. Nett. Und 2 japanisch. Ich Wobei es könnte andersrum aussehen. Ich mache genau den Twist. Ja. Ich sage, 1 ist chinesisch, 2 ist koreanisch, 3 ist japanisch. Okay, ich muss gar nicht nachgucken. Nummer 1 ist chinesisch, Nummer 2 ist japanisch, Nummer 3 ist koreanisch. Die Mama hat recht, die komische Frisur, das ist eine koreanische Frisur. Ha! Also die Koreaner haben aus irgendeinem Grund immer so Topfschnitte. Ja, ganz komisch. Also ganz komische Topfschnitte. Ja. Ladies aus den Ländern. Oh, super, kenn ich keine. Okay. Ne, natürlich nicht, aber du sollst dann nach dem Aussehen worauf die Leute wohl stehen, gehen. Erste stehen. Auf die erste? Ja. Nein, die ist koreanisch und Nummer 3 ist chinesisch. Aha. Mhm. Also ich würde auch sagen, das ist chinesisch. Interessant.
das hätte ich jetzt gesagt, das ist koreanisch und das zwei ist japanisch. Ist koreanisch, eins ist japanisch. Nein, also ihr habt beide Unrecht damit, dass Nummer 3, die ist nämlich die Japanerin. Ja, okay. Weil sie so natürlich aussieht. Ja, aber die ist eindeutig Japanerin. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wer sie ist, die ist Japanerin. Mittlerweile kann ich sie erkennen. So, erzähl mal. Aber die Koreanerin und die Chinesin weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ich hätte jetzt gesagt, dass die Nummer 1 Koreanerin ist und die Nummer 2 Chinesin, aber es könnte auch genauso gut anders sein. Und jetzt? Koreanerin, Chinesin, Japanerin. Das ist eine Chinesin? Mhm. Naja, okay, das ist zu schwer. Aber ich meine, keine Ahnung, die hat so einen sehr, sehr kleinen Mund und irgendwie so ein kleines Gesicht, irgendwie ist das geht schon irgendwie so in die Richtung, würde ich sagen. Chinesisch? Nee. Für was mich haben Chinesen eigentlich Quadratgesichter. Richtig. Und dann geht es darum, was ist das Schönheitsideal? Von denen. Nämlich, dass du nicht so ausschaust wie der Durchschnitts-Chinese. Jetzt. Deshalb habe ich sie als Chinesin gesehen, weil sie ein quadratischeres Gesicht hat. Ja. Ganz schön sind sie alle? Ja. Ja, sind sie wirklich. Mhm. Aber da also wirst du berühmt, weil du hübsch bist. Mhm. Ja. So, berühmte japanische, nein, asiatische Männer. Die sind alle sexy. Mehr oder weniger. Mehr. Also kommt immer darauf an, auf was man steht. Die haben alle unterschiedliche. Wir haben vorhin gelernt, das ist ein Japaner. Du hast es dir gemerkt! Ja, 100 Punkte für den Papa. Das ist ein Koreaner und das ist ein Chinese. Das ist Ogudisho. Ja, okay. Das ist ein Japaner. Okay. Und dann der dritte, das muss ein Koreaner sein, wegen der Frisur. Und deswegen ist dann der zweite der Chinese. Ich finde aber, der zweite könnte genauso gut irgendwie auch Japaner sein. Ja, ja, genau. So vom Aussehen her. Ja. Er könnte auch alles sein. Ich habe recht. Ich auch. Du auch. Der ich Papa nicht. Gewinnt gegen dich. Ja. Nein, ja, ungefähr. Natürlich. Nein, du hast vorhin noch ein paar Punkte geholt. Nee. Nicht wirklich gut da. Gewonnen? Ich glaube auch. Ich glaube nicht. Ich glaube auch. Also gefühlt? Doch, gefühlt nicht so. Nee. Doch, ich glaube schon. Also, was ist das Schwierige, die Koreaner, die Chinesen und die Japaner auseinanderzuhalten? Also in dem Quiz, sag ich mal, waren die Leute auch wieder mal nicht wirklich repräsentativ. Genau, nicht für die... Ja. Genau. Und natürlich, wenn man sich mit den Leuten, also gerade aus dieser Klasse, mehr beschäftigt, oder aus diesen unterschiedlichen Klassen, die du jetzt gezeigt hast, dann kann man sie aufgrund von äußeren Merkmalen wahrscheinlich. Die Gesichter waren jetzt mehr oder weniger bei allen nicht so, dass man sagen kann, eindeutig so, so oder so. Die Japaner behaupten aber, das können sie. Ich glaube, ich mache mal auch mit dem Taka an. Ja, genau, wir machen auch einen Quiz. Mit dem Taka einen Quiz machen, wenn wir mal kommen. Und dann stelle ich die Gesichter zusammen. Okay. Ja. Aber wir haben alle was dazugelernt. Ja, ein bisschen. Ein bisschen. はい、ということで、この動画はここで終わりにします。私の両親はどうだったんですかね上手だったかどうかはちょっとわからないんですけど、この人もわからなかったとか、何か意見とかありましたら、ぜひコメントで書いてくださいね。はい、楽しかったなら、ぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。